Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 11. Vorlesung Sterne und Weltall der Physik der Universität Konstanz in Zeiten von Corona. Das heißt, ich bin hier zu Hause und das ist ein Videostream und ich hoffe, dass einige Leutchen das dann anschauen. Ja, wir haben die Vorlesung geplant für Dienstag, den 26. Mai 2020 und eventuell wird sie schon ein bisschen früher freigeschaltet. Aufzeichnen tue ich sie heute am Samstag, dem 23. Mai, also ein paar Tage vorher. Was haben wir bisher gemacht? Wir sind also jetzt hier in Kapitel 7, fangen heute an mit der Sonne. Angefangen hatten wir mit dem Weltbild der Physik, da habe ich so einen Überflug gemacht über die Physik. Dann Himmelsmechanik, also Keplersche Gesetze, solche Sachen. Dann Methoden, das sind im Wesentlichen die Fernrohre, mit denen man rausguckt. Dann mit dem ersten Planeten begonnen, das ist unser eigener Planet. Das war sozusagen der Startpunkt unserer Reise von der Erde bis zum Ende der Welt. Denn das ist so ein bisschen der rote Faden. Ich gehe im Laufe der Vorlesung immer weiter raus bis zum Ende der Welt oder auch zum Anfang der Welt in der Zeit, nämlich der Urknalltheorie. Dann haben wir die ganzen Planeten durchgesprochen und spezielle Objekte angeschaut, das war die letzte Doppelstunde, raus bis zur Grenze des Sonnensystems, das ist die Heliopause, wo der Sonnenwind dann zum Erliegen kommt und noch weiter raus, ich dachte, weil wir gerade Planeten gemacht haben, da machen wir auch Exoplaneten, also Planeten, die um andere Sonnen herum rotieren. Und heute geht es dann de facto oder hauptsächlich um unsere Sonne, denn wir müssen erstmal unsere Sonne, die hatte ich bisher ausgeklammert, unsere Sonne verstehen, weil unsere Sonne ist ein typischer Fixstern, also ein Fixstern eben. Und wenn man die Sonne versteht, dann versteht man eigentlich auch die vielen anderen Sterne in der Galaxie. Das heißt, die Sonne, das Verständnis unserer Sonne, dient als Sprungbrett dann raus in die Galaxie und schließlich ganz raus bis ins Universum. Ja, das ist der Plan der Vorlesung, hier die Folie 2 und die Folie 3, das ist so ein bisschen das, was ich tatsächlich durchgenommen habe, natürlich nur in Stichworten hier, also wir haben auch mehr durchgenommen, aber die 10. Vorlesung, also die letzte Doppelstunde, waren Kometen. Dann Bennu, das ist so ein spezielles Objekt, wo es extra eine Mission hingegeben hat, wo man, weil Bennu ja ist so ein Asteroid, der aus Material besteht, was vielleicht noch übrig geblieben ist aus der frühen Phase des Sonnensystems. Und da soll sogar eine Probe, dann eine Sonde Proben nehmen und zur Erde bringen, um die dort zu analysieren, weil das wäre dann ein Material, aus dem ursprünglich auch unser Planet entstanden ist. Ja, dann Entstehung des Sonnensystems, das ist eben aus so einer großen Gaswolke entstanden, mit so ein bisschen Verschmutzung drin, also dem Sternstaub, aus dem wir auch bestehen, und dann eben die Exoplaneten, was wir bisher darüber wissen. Und da gibt es überall ganz aufregende, jedenfalls ich finde es aufregende Entdeckungen. Heute also Hauptthema und einziges Thema unsere Sonne. Ja, also so ein typisches, spektakuläres Bild der Sonne. Je nachdem, in welchem Wellenlängenbereich die Sonne fotografiert wird, sieht sie ein bisschen anders aus. Und das hier ist im UV-Bereich. Hier sieht man also auch diese Flares, diese Ausbrüche. Da links sehen wir einen. Ach so, ich habe ja hier neu meinen Zeigestock. Hier sehen wir also so einen Flare oder einen Ausbruch. Wir sehen hier die Sonnenflecken, die in diesem Wellenlängenbereich nicht dunkel, sondern hell aussehen. Und wir sehen, dass die Oberfläche der Sonne keineswegs so eine glatte, homogene Fläche ist, also so gelblich-weiß, wie wir es aus den optischen Fotos kennen, sondern es gibt ja so ein Brodeln eigentlich, das sind diese Granulen und das gilt es eben zu verstehen. Die Sonne ist eigentlich ein sehr lebendiges Wesen, also lebendig ist nicht ganz der richtige Ausdruck, es ist einfach ein kochender Topf Wasser, wo es aber brodelt, wo ganz viele Vorgänge passieren und zwar viel mehr Vorgänge, als man sich vielleicht als Laie so vorstellen würde. Also zunächst mal zu den Eckdaten, das ist ja mal ganz gut, wenn man jetzt als Physiker mal die ganzen Zahlen weiß. Also es ist der größte Körper im Sonnensystem und enthält 99,8% der Masse. Es ist eine selbstleuchtende, fusionsgetriebene, also Fusion ist der Energiequelle, Fusion von Wasserstoff zu Helium, heiße Gaskugel und besteht im Wesentlichen aus Helium und Wasserstoff. Also hier steht es nochmal, Energiequelle sind die Kernfusionsreaktionen. Und die Sonne ist einer von vielen Fixsternen, eben deswegen mein Sprungbrett raus in die Galaxie, etwas größer als ein durchschnittlicher Fixstern. Und der Durchschnitt aller Sterne in der Galaxie, unserer Galaxie, liegt etwa bei einer halben Sonnenmasse. Das heißt, unsere Sonne ist wenigstens mal ein bisschen größer als der Mittelwert.
aber auch nicht gerade besonders groß. Es gibt noch viel, viel größere Sonnen, also wenn es um den Durchmesser geht. Der Durchmesser der Sonne ist 109 Erddurchmesser und der Durchmesser der Erde ist irgendwas um die 12.000 Kilometer, ein bisschen mehr. Also das habe ich mir so ein bisschen gemerkt, also Größenordnung 10.000. Und die Sonne liegt dann immer 1 Million Kilometer oder genauer. Also wenn man jetzt nicht so ganz grob rundet, sind es 1,39 Millionen Kilometer ist der Durchmesser. Die Entfernung Erde-Sonne ist eine astronomische Einheit. Und das sind 150 Millionen Kilometer, aber eine AU kann man sich merken, oder ich glaube 8 Lichtminuten waren es, also das kann man dann umrechnen, Lichtgeschwindigkeit weiß man ja meistens auswendig, als Physiker jedenfalls. Ja, und dann ist es nicht total kreisförmig, die Bahn der Erde um die Sonne, sondern etwas elliptisch deformiert, was für unser Klima eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Das heißt, der Abstand von der Sonne variiert zwischen 147 Millionen und 152 Millionen Kilometern. Das sieht jetzt ein bisschen wenig aus, diese beiden verschiedenen Entfernungsangaben hier, aber da ja die Intensität mit dem Quadrat des Radius variiert, ja, also wenn man doppelt so weit entfernt ist, ist nur noch ein Viertel der Intensität, macht das in der Solarkonstanten, also der Energiefluss pro Quadratmeter, der auf der Erde ankommt, macht das schon so viel aus, dass wir das in der Temperatur merken. Es macht eine gewisse Erwärmung oder Abkühlung, ob wir näher oder weiter weg sind von der Sonne. Ja, dann wichtig auch noch für die Leute, die an Ferntourismus denken, bis zum Zentrum der Galaxie, da ist nämlich ein schwarzes Loch, darum geht es dann auch später, 28.000 Lichtjahre. Ja, allerdings heutzutage, im Jahr 2020, ist es eigentlich egal, ob es ein Lichtjahr sind oder 10.000 Lichtjahre, wir schaffen auch ein Lichtjahr im Augenblick nicht. Ich weiß auch nicht, ob das nochmal besser wird. Also es sind riesige Distanzen, aber 28.000 Lichtjahre wäre jetzt das Zentrum unserer Galaxie. Und da wird es nicht Nacht, denn die Sterndichte ist so hoch, dass eigentlich immer Tag ist, sollte dort ein bewohnter Planet sein. Der Umlauf um die Galaxie, das ist ja so eine rotierende Scheibe, genauso wie das Planetensystem auch, also unser Sonnensystem, 210 Millionen Jahre, es dauert also eine Weile, aber seit Entstehung der Welt, also des Universums, hat die Galaxie schon die eine oder andere Umdrehung hinter sich gebracht. Umlaufgeschwindigkeit 250 Kilometer pro Sekunde und wir werden noch sehen, dass diese Geschwindigkeit, mit der das Sonnensystem das Zentrum der Galaxie umläuft, dass das durchaus Relevanz hat für die Daten, denn die kosmische Hintergrundstrahlung, die von allen Seiten gleichmäßig auf uns zuströmt, die ist in Vorwärtsrichtung, in der Richtung, in der wir uns bewegen, tatsächlich blau verschoben. Das ist ein Doppler-Effekt. Und wir können also sehen, dass wir uns mit 250 Kilometern pro Sekunde im Universum bewegen, nämlich in diesem Bad der Photonen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das hier, die 250 Kilometer pro Sekunde, sind also nicht irgendein hypothetischer Wert, der gar keine Rolle spielt, sondern ja, wir können das hier vor Ort direkt mal sehen und messen. Die Oberfläche der Sonne, 12.000 Erdoberflächen. Ja, da muss ja irgendwie mit R hoch 3 gehen oder der dritten Potenz des Durchmessers. Das kann man sich relativ leicht ausrechnen. Das Volumen, die Oberfläche mit der zweiten Potenz, sorry, und das Volumen eben mit der dritten Potenz des Radius. Okay, also 1,3 Millionen Erdvolumen. Okay. Masse ist eben wesentlich größer als die der Erdmasse, obwohl es eine Gaskugel ist, aber die mittlere Dichte steht ja auch irgendwo. Die mittlere Dichte der Sonne, nee, steht da nicht. Ja, die kann man aber nachgucken. Auf jeden Fall sind es 300.000 Erdmassen. Also ist einfach eine riesige Gaskugel. Und weiter kommen wir zum Massenverlust. Ja, wieso verliert denn die Sonne Masse? Die Sonne verliert Masse auf zwei Arten. Erstmal strahlt sie jede Menge Photonen ab, also Energie, Licht, elektromagnetische Strahlung in allen möglichen Wellenlängen, hauptsächlich allerdings tatsächlich im sichtbaren Bereich. Und Photonen haben ja auch eine Masse. Über Einstein, E ist gleich mc². Das heißt, alleine die Energieabstrahlung in Form von Licht oder elektromagnetischer Strahlung bedeutet einen Massenverlust. Der Anteil der Strahlung ist sogar größer. 4,3 mal 10 hoch 9 Kilogramm pro Sekunde ist die Abstrahlung. Also die Sonne ist eben doch hell. Also das hätte ich jetzt eigentlich, muss ich zugeben, nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass der Sonnenwind, also die Partikelstrahlung, der größte Teil ist. Aber hier steht 4,3 mal 10 hoch 9 und hier 1,0 mal, also 10 hoch 9 Kilogramm pro Sekunde. Also was ist das denn? Also eine Menge Tonnen jedenfalls.
die im Sonnenwind abgestrahlt werden. Und insgesamt sind es bisher, seitdem die Sonne und das Sonnensystem entstanden sind, vor 4,6 Milliarden Jahren, sind es 87 Erdmassen. Ja, also aus wie viel Erdmassen besteht sie? Das hatten wir hier, 300.000. Also der Massenverlust durch die Energieproduktion und durch das Abstrahlen von Substanz der Sonne ist bisher zu vernachlässigen. Was haben wir noch? Die Temperatur. Okay, jetzt denkt man, die Sonne, wenn man die so anguckt am Himmel, die ist eben sehr, sehr heiß. Aber die Oberfläche der Sonne ist für kosmische Verhältnisse eigentlich ausgesprochen kühl, nämlich lediglich 5800 Grad Kelvin. Und das reicht ja bei weitem nicht für Fusionsreaktionen aus. Und außerdem gibt es noch viel heißere Sterne. Und im Zentrum, das kann man ausrechnen, aber inzwischen gibt es auch indirekte Daten, die das sehr gut bestätigen. Neutrino-Flussmessungen, was das ist, erzähle ich dann noch. 15,6 Millionen Grad. Und diese Temperatur brauchen wir auch, um diese Energieproduktion, die ja im Zentrum der Sonne geschieht und dann eben für dieses Abstrahlen von elektromagnetischer Strahlung und auch den Sonnenwind verantwortlich ist, um das zu verstehen. 15,6 Millionen Grad ist zumindest nach den Modellen, und die werden bestätigt durch andere Messungen aus dem Innern der Sonne, Neutrinos, werden die bestätigt. Der Verbrauch liegt, also das ist der Energieverbrauch, die Sonne wird angetrieben durch Wasserstoff, also so ähnlich wie unsere Wasserstoffautos, aber die Wasserstoffautos, die werden ja angetrieben durch die Verbrennung von Wasserstoff mit Sauerstoff der Luft zu Wasser, währenddessen die Sonne Wasserstoff, die Atomkerne des Wasserstoffs fusioniert zu Heliumatomkernen. Das ist eine Kernreaktion. Also in beiden Fällen ist der Antrieb, die Substanz des Antriebs Wasserstoff. Aber bei der Sonne mit der Fusion ist der Energiegewinn ungleich viel größer. Ich glaube, da ist ein Faktor von 1 Million oder sogar 10 Millionen pro Gramm Wasserstoff dazwischen pro Sekunde, und das ergibt diese 564 Millionen Tonnen an Wasserstoff, ergeben umgerechnet 560 Millionen Tonnen an Helium, das ist ein bisschen weniger, und die Differenz zwischen 560 und 564, also 4 Millionen Tonnen, die wird umgewandelt in Energie, also E gleich mc². So, da sehen wir also Einsteins Grundformel höchstpersönlich am Werk, Massendefekt der Kernphysik. Also Fusionsreaktion. Ja, hier haben wir noch ein paar mehr Daten, Kenndaten zur Sonne, aber die wirklich interessanten Sachen kommen dann später. Ich will jetzt erstmal so ein paar Kenndaten nennen, aber dann kommen noch interessante dynamische Effekte, die ich dann anhand von Filmen erläutern will. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den Kenndaten. Also das sollte man auch wissen, die Zusammensetzung ist sowas von der Idee der Ursubstanz des Urknalls, des Universums. Da gibt es ein 1:4 Verhältnis so ganz grob, oder 1:3, also 4 in der Summe, 1:3 Verhältnis von Wasserstoff zu Helium, und daraus besteht die Sonne eben auch. Wobei der Heliumanteil mit der Zeit wächst, weil ja Wasserstoff zu Helium fusioniert wird im Zentrum der Sonne. Also zurzeit besteht die Sonne zu 74% Wasserstoff und zu 25% Helium. Und dann gibt es noch schwerere Elemente, wie zum Beispiel Kohlenstoff, das Element des Lebens und so weiter, also auch Sauerstoff und andere Sachen. Und das wird zusammengefasst in der Astrophysik als Metalle, weil alles, was schwerer ist als Helium, wird in der Astrophysik als Metall bezeichnet. Die Astrophysiker sind jetzt nicht so die richtigen Chemiker. Für die ist also Fluor genauso ein Metall und Sauerstoff wie Natrium. Okay, aber das ist so eine Vereinbarung. Ich habe es mal Verunreinigungen genannt. 1,5%. Denn diese schwereren Elemente, abgesehen von Lithium und sowas, also ganz wenigen Ausnahmen, alle schwereren Elemente sind entstanden aus anderen Vorläufersternen, in denen Fusionsprozesse Helium weiter fusioniert haben bis zum Sauerstoff oder bis zum Eisen. Das heißt, alles, was schwerer ist in der Sonne als Helium, das sollte oder muss, wie gesagt, mit wenigen Ausnahmen, ganz wenig Ausnahmen, sollte aus anderen Sonnen stammen. Die sind dann am Ende ihres Lebens explodiert, haben jede Menge Substanz, also sozusagen Fusionsasche ins interstellare Gas abgegeben und stammt aus dem Innern von anderen Sonnen. Das sind diese Verunreinigungen, also alles, was schwerer ist als Helium. Das sind Massenprozente, wenn man die Zahl der Atome nimmt, Wasserstoff ist ja viel leichter, dann besteht die Sonne hauptsächlich aus
Wasserstoff, Atomkern 92,7%. Alter ist irgendwie knapp 5 Milliarden Jahre, genauer habe ich mir mal gemerkt 4,6 oder manchmal auch 4,7 wird gerundet Milliarden Jahre. Die Lebensdauer, die wir jetzt noch vor uns haben mit unserer Sonne im normalen Wasserstoff brennen, also solange wie der Wasserstoff jetzt noch reicht, ist geschätzt 4,5 bis 5 Milliarden Jahre. Das heißt aber nicht, dass wir gemütlich auf der Erde noch so lange leben können, denn die Sonne durchläuft einen Alterungsprozess und in diesem Alterungsprozess wird sie immer heller. Und in etwa, ich glaube es waren 500 Millionen Jahren, wird deswegen die globale mittlere Temperatur, ich glaube, wenn ich es recht in Erinnerung habe, diese 30-Grad-Grenze überschreiten und dann wird es ein bisschen zu warm auf der Erde, weil die Sonne in dieser Skala von zig Millionen Jahren einfach immer heißer wird. Ist auch eine globale Erwärmung, eine ganz, ganz langsame, aber sie wird letztendlich alles überstrahlen, weil die Sonne einfach immer heller wird. Gut, also, aber sie wird in diesem Normalzustand, wird sie halt immer heller, aber sie wird in dem Zustand Wasserstoffbrennen noch knapp 5 Milliarden Jahre lang weiter brennen. Die mittlere Dichte, hier steht sie ja, ist ein bisschen schwerer als Wasser, aber nicht so besonders schwer, 1,4 Gramm pro Kubikzentimeter. Sie besteht eben tatsächlich im Wesentlichen aus Wasserstoff und Helium und dass die Dichte größer als 1 ist, also größer als die des Wassers, das liegt daran, dass in der Mitte ein ganz ungeheurer Druck herrscht und weil das Gas da eben so enorm zusammengedrückt wird. Die Dichte im Zentrum ist nämlich 134 Gramm pro Kubikzentimeter. Ja, das ist eine Dichte, solchen dichten Stoffen begegnen wir hier auf der Erde nicht. Also 134 Gramm, die Dichte von Blei, wo liegt die? 20 Gramm pro Kubikzentimeter. Und wenn man jetzt Uran, also nehmen wir mal abgereichertes Uran, Uran 238 hätte, das ist nicht ganz so gefährlich, das kann man schon mal in die Hand nehmen, dann wäre man überrascht, wie schwer so ein kleiner Krümel Uran ist. Aber das liegt irgendwo, Uran weiß ich ja, also 24 Gramm pro Kubikzentimeter oder sowas, aber 134 Gramm pro Kubikzentimeter ist eine für uns nicht vorstellbare Dichte. Dann wäre so ein kleiner Krümel wäre also unglaublich schwer. Das liegt aber an dem hohen Druck. Und der Druck, das gibt man dann nur noch in Zehnerpotenzen an, ist 10 hoch 16 Pascal. Kann man sich auch nicht vorstellen. Also ein hoher Druck im Zentrum. Schwerkraft ist 30 Mal an der Oberfläche jetzt wieder, wenn man da stehen könnte. Da kann man nicht stehen, ist viel zu heiß. Außerdem ist es ein Gasballon, man sinkt ein. 30-fache Schwerkraft, also 30 G. Also G wäre 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Nicht weiter erstaunlich, diese riesige Masse, große Gaskugel, hat halt eine große Gravitation an der Oberfläche. Und sie braucht diese große Gravitation auch, damit nicht das ganze Gas sich einfach im Vakuum des Weltalls verflüchtigt. Ja, und es ist ja auch noch super heiß, nämlich diese 5000 oder 6000 Grad Kelvin, das würde ja einfach entkommen mit der Fluchtgeschwindigkeit, Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Also braucht es diese große Gravitation, um das heiße Gas, also zumindest entscheidend ist hier die Oberflächentemperatur, um das heiße Gas zusammenzuhalten. Also 30-fache Erdschwerkraft. Entweichgeschwindigkeit entsprechend höher, 617 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, auch von der Geschwindigkeitsverteilung dieser heißen Gasatome oder auch Atomkerne, wenn es Protonen sind, die haben auch diese Maxwell-Boltzmann-Verteilung mit so einem Ausläufer zu hohen Geschwindigkeiten. Selbst diese Ausläufer, die reichen eben auch bei der hohen Temperatur von 6000 Grad Kelvin nicht bis auf 600 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, das meiste Gas bleibt tatsächlich an der Sonne haften. Wieso der Sonnenwind, das sind ja Protonen, also Teile des Gases der Sonne, wieso der entkommen kann, das ist eigentlich schon ganz schön erstaunlich. Und das ist was Besonderes, hat was mit der Sonnenkorona zu tun. Und darauf werde ich dann im Folgenden noch in dieser Doppelstunde zu sprechen kommen. Die Corona ist was ganz Besonderes. Okay, also eigentlich bleibt das Gas trotz der hohen Temperatur in der Sonne gravitationsmäßig gebunden. Ja, dann haben wir hier einen Spektraltyp. Die Sonnen werden klassifiziert, wenn man sie alle vergleicht, nach Spektraltypen. Es gibt nämlich braune, sehr dunkle Sonnen. Dann gibt es welche, die sind ein bisschen heller, die sind dann rot.
Dann gibt es eben gelbe, das ist so unsere und so weiter. Und bis hin zum Blau. Und das wird in Spektraltypen gegliedert. Und das ist G2. Das Entscheidende ist das G und das, die 2 ist eine Unterklassifizierung. Da geht es aber zu sehr ins Detail von Sterntypen. Das will ich jetzt mal nicht machen. Ich will jetzt erstmal dieses G erklären. Und zwar zunächst mal die Farbe der Sonne, damit wir gleich zu den Sternklassifikationen kommen. Die Farbe der Sonne. Und das ist schon erstaunlich, obwohl es ein Gasballon ist, aus zwei Edelgasen, entspricht es bei dieser Temperatur einem Schwarzkörperstrahler. Also es wäre einfach eine schwarze Fläche und das ist eben das Planck'sche Strahlungsgesetz. Das gilt ja für idealisierte Systeme, also ein schwarzes Loch. Und das ist in der Physik gar nicht so einfach zu realisieren. Im Wesentlichen ist das also zum Beispiel ein Schuhkarton, den man in schwarz streicht und macht man ein kleines Loch rein und guckt, was durch das Loch rauskommt. Und was aus dem Loch rauskommt, ist eben so eine breite Strahlungsverteilung, die nur von der Temperatur der Innenwände dieses Schuhkartons abhängt. Das wäre also im normalen Experiment Raumtemperatur. Und dann hätte man eine solche Strahlungsverteilung aufgetragen, entweder gegen die Frequenz, dann wäre das die Energie der Photonen, also oder hier gegen die Wellenlänge, ist es immer so eine breite Verteilung mit einem Maximum. Und das Maximum schiebt mit wachsender Temperatur immer weiter zu kürzeren Wellenlängen hin. Und wenn man das hier anschaut, ja, so eine breite Verteilung, das Maximum schiebt, dann hat man genau die Farben heißer Körper. Das fängt bei Dunkelrotglut an, geht dann zur hellen Rotglut, zur Weißglut und schließlich, aber solche Objekte gibt es in unserer Welt nicht, die so heiß werden können, weil dann verdampfen sie, schließlich ins Blaue oder ins Ultraviolette. Also sehr heiße Sterne, die können sogar im UV ihr Maximum haben. Also es ist das normale Planck'sche Strahlungsgesetz, was diese Verteilung hier angibt. Und wir sehen hier die Abweichung der Sonne von dieser idealisierten Kurve, die eigentlich für einen schwarzen Körper gelten würde. Und da haben wir hier eben die extraterrestrische Bestrahlungsstärke der Sonne. Das ist die gelbe Kurve. Und da gibt es einen Haufen Linien hier. Das hat eine Feinstruktur. Das sind die Fraunhofer'schen Linien, weil dieses Licht des schwarzen Körpers, also diese ganz breite, strukturlose, idealisierte Emission, die muss durch die Sonnenatmosphäre durch. Und in der Sonnenatmosphäre, da sind irgendwelche Gase und eben diese schwereren Elemente. Und die können absorbieren, sodass wir hier einen Haufen Feinstruktur haben, die eine Abweichung von der idealisierten Kurve bedeuten. Aber im Prinzip die gelbe Kurve und die theoretische Kurve, Schwarzkörperspektrum für eine bestimmte Temperatur, 5777 Grad Kelvin, die stimmen praktisch überein. Wobei, was noch zu bedenken ist, hier wird die extraterrestrische Bestrahlungsstärke genommen. Das ist nicht die Lichtintensität, die von der Sonne wirklich selber emittiert wird, sondern da gibt es auch noch Verluste durch den Transportweg zwischen der Sonne und der Erde. Das verändert das Spektrum noch mal ein bisschen. Okay, weil da ist interstellarer Staub und alles Mögliche, das nicht, ja, interplanetarer Staub ist da. Da gibt es also bestimmte Veränderungen. Ansonsten gibt es eine Abweichung hier in der Verteilung. Das theoretische Spektrum hat einen höheren UV-Anteil und das im Infraroten ist die Intensität der Sonne höher als die einer idealisierten Kurve. Das hat verschiedene Ursachen, die will ich jetzt hier nicht diskutieren. Wichtig ist hier im Augenblick mal, dass die Sonne, wie praktisch ziemlich viele Fixsterne, sehr gut angenähert werden kann. Erstmal durch das Planck'sche Strahlungsgesetz, also diese glatte Verteilung mit einem Maximum. Und dann lässt sich eben auch eine Temperatur angeben. Und wenn man für einen Stern eine Temperatur angibt, dann weiß man eigentlich schon ungefähr, wie die spektrale Verteilung des emittierten Lichtes oder der elektromagnetischen Strahlung ausschaut. Eben wie die idealisierte Kurve. In der Realität gibt es dann Abweichungen, je nachdem, aus welchen Elementen die Sternatmosphäre, wo das Licht ja durch muss von unten, wie die Atmosphäre des Sterns beschaffen ist. Also wir können hier sehr gut eine Temperatur angeben. Ja, und hier haben wir jetzt diese Sternklassifikation. Je nach Temperatur des Sterns, also abgesehen von Feinstrukturen, die eben durch die Zusammensetzung der Sonne dann sich unterschiedlich sein kann, ist die Temperatur ein Maß für die Farbe des Sterns. Der variiert also von braun über dunkelrot bis hin zu hellblau. Und das meinen diese Spektralklassen, also O, B, A, F, G, K, M. Das variiert also von blau bis ultraviolett. Bei M sind wir dann also bei den
bei den roten, rote, ja, also ja, ziemlich kühle Sterne hier. Hier gibt es noch zwei weitere Klassen, L und T, die muss ich sagen, die habe ich jetzt erst entdeckt. Ich kenne eigentlich nur diese ersten, wie viele sind es, 7 Stück als Hauptklassifikation, aber man hat sich neu in der Astrophysik, neu auf der Skala von 20 Jahren, ein bisschen mehr mit diesen braunen Zwergen beschäftigt. Braune Zwerge und auch die weißen Zwerge sind an sich erloschene Sonnen. Also auch unsere Sonne wird als weißer Zwerg und dann ganz langfristig als brauner Zwerg enden. Da ist keine Fusion mehr im Innern drin, die also neue Energie produziert, sondern diese Sonnen sind sehr klein geworden, ungefähr so groß wie die Erde und kühlen langsam ab. Das wird auch unserer Sonne geschehen. Und man hat eben, braune Zwerge sind schwer zu entdecken, weil sie sehr dunkel sind und eben braun, also geben nicht so viel im sichtbaren Bereich ab. Und da gibt es hier noch diese beiden Spektralklassen L und T. Aber auf jeden Fall haben wir hier O und O wäre dann also blau und G, unsere Sonnentyp, ist hier irgendwo zwischen gelb und blau, also so mittelprächtig. Unsere Sonne ist auch bei den Spektralklassen mit G, ist sie so einigermaßen, ja, hier zumindest in dem Diagramm in der Mitte. In den Spektralklassen geht's eben, ist G nicht in der Mitte, da wäre F etwa in der Mitte. Ne? Also es wäre noch ein bisschen heller oder heißer als unsere Sonne, da wären wir in der Klassifizierung in der Mitte. Aber wie gesagt, die meisten Sonnen liegen eher noch bei einer geringeren Oberflächentemperatur in der Verteilung. Aber da kommen wir noch drauf. Jedenfalls in der Klassifizierung aller Fixsterne ist unsere Sonne Spektralklasse G und dann die Unterklasse, hatte ich gerade gezeigt, Unterklasse G2. Da geht es um Feinstrukturen in der Zusammensetzung der Sonnenatmosphäre, die dann alle Sonnen, die unter G fallen, dann nochmal aufspalten in verschiedene Unterarten, könnte man sagen. Eine andere Angabe, die noch sehr wichtig ist für den Stern, ist natürlich die Helligkeit. Und die Helligkeit hat erstmal was, wenn es ein idealisierter schwarzer Körper ist, also durch das Plancksche Strahlungsgesetz bestimmt wird, dann ist sie entscheidend für die Helligkeit eigentlich nur noch die Oberfläche. Denn nach dem Strahlungsgesetz wird festgelegt, wie viel Strahlung ein Quadratmeter Fläche von sich gibt. Kann man ausrechnen, so und so viel Watt pro Quadratmeter. Und die absolute Helligkeit, die würde dann nur noch davon abhängen, wie groß der Stern ist. Ein größerer Stern hat mehr Oberfläche, jeder Quadratmeter der Oberfläche gibt so und so viel Watt pro Sekunde von sich. Und je mehr Oberfläche der Stern hat, also je größer der Durchmesser ist, umso heller ist der Stern. Und das ist auch tatsächlich so. Ja, was uns jetzt interessiert, wenn wir Astronomie betreiben, ist erstmal die scheinbare Helligkeit. Wir gucken also oben auf den Himmel und sehen da helle Sterne und dunkle Sterne. Und wie wir sie sehen, das hängt erstmal von der absoluten Helligkeit des Sterns ab, die wir normalerweise nicht wissen können. Ja, also man weiß ja nicht, wie hell der Stern ist. Und die Entfernung. Die Entfernung geht quadratisch ein. Also wenn Sie einen extrem hellen Stern haben, aber der ist super weit weg, dann erscheint er natürlich ziemlich dunkel. Deswegen wird zwischen absoluter Helligkeit, das ist die Helligkeit des Sterns aus immer der gleichen Entfernung betrachtet, so eine Art normierte Helligkeit, und der scheinbaren Helligkeit, wie wir sie hier auf der Erde messen, unterschieden. Und wenn man beide Größen kennt, die absolute Helligkeit und die scheinbare Helligkeit, dann kann man die Entfernung ausrechnen. Also wenn ich weiß, wie hell ist der Stern denn tatsächlich, so und so hell, meinetwegen so hell wie die Sonne, und ich messe die und die scheinbare Helligkeit von der Erde aus gesehen, dann weiß ich den Abstand. Und Abstandsbestimmungen sind eine ganz, ganz wichtige Sache in der Astrophysik, denn wir müssen ja die dreidimensionale Struktur des Universums erkunden und dazu müssen wir die Abstände wissen. Okay, also scheinbare und absolute Helligkeit. Und da gibt es auch, das habe ich vergessen, ich wollte noch dieses schöne Bild hier aus Wikipedia zeigen, das fand ich also sehr, sehr hübsch. Hier wird nochmal dargestellt, wie diese Sterne so auszusehen haben. Ich glaube, das sind alles Sterne der sogenannten Hauptreihe, also im Wasserstoffbrennen. Es gibt dann noch ein anderes Brennen, das ist dann das Heliumbrennen, da werden sie zu roten Riesen. Aber hier im normalen Wasserstoffbrennen, das sind diese verschiedenen Spektralklassen der Sterne mit bestimmten Größen verbunden. Die Größe spielt aber erstmal keine Rolle, weil Spektralklasse bezieht sich eigentlich nur auf die Farbe. Aber wir sehen hier veranschaulicht, dass diese wirklich großen blauen Überriesen, also diese Riesensonnen, die eben blau sind, die sind sehr heiß und sie müssen auch sehr groß sein, um die Gravitation zu halten, weil diese Gase ja sehr heiß sind. Brauchen wir mehr Gravitation, müssen größer sein. Und wir sehen hier, dass eben die Sterne der Klasse O, also blau, die sind rot und hier geht es runter bis M, das ist dann hier gelblich verfärbt. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es noch ein bisschen röter ist,
Aber hier wird es so dargestellt, als wäre es eher ein bisschen rot. Aber hier fehlen ja noch diese beiden untersten Klassen. Ich gehe nochmal zurück. Es kamen ja hier noch zwei Spektralklassen hinzu, bei den braunen Zwergen L und T, wo es wirklich drastisch ins Braune geht. Währenddessen M, die unterste normale Klasse hier, die ist eher, ja, wo sind wir da? Also eher beim Gelben. Ja, das stimmt also mit diesem Wikipedia-Bild hier überein. Also so erstmal die grobe Sortierung. Die Spektralklassen machen keine eigentliche Aussage über die Größe des Sterns, aber, um es nochmal zu wiederholen, im normalen Wasserstoffbrennen wäre es notwendig, dass so ein blauer Stern, der unglaublich heiß ist, auch einfach größer sein sollte oder muss, nachdem, wie wir diese Sterne verstehen. Aber dazu später mehr. Ja, hier haben wir jetzt die Klassifizierung nach scheinbaren Helligkeiten. Das wird mit einem kleinen M klassifiziert. Also ist das kleine M und das ist eine logarithmische Skala. Also wenn wir zwei Helligkeiten haben, M1 oder M2, und dann gibt es ein bestimmtes Verhältnis, dann wird das mit einem Logarithmus von den wirklichen Strahlungsintensitäten, also dem Quotienten hier dargestellt, mit dem Faktor 2,5. Das ist also ein bestimmter Intensitätsunterschied hier, so wird es dargestellt, 2,51 mal an Exponenten die Differenz zwischen den beiden Intensitäten, E1 zu E2. Das ist also eine logarithmische Skala. Das heißt, wenn wir nur einen geringfügigen Zahlenwert für klein m, also die Magnitude, die scheinbare Magnitude der Helligkeit haben, dann variiert das hier in der Helligkeit ganz dramatisch. Und wir haben hier auch wieder aus Wikipedia so eine Darstellung. Also das ist nicht wirklich die logarithmische Darstellung der Helligkeit. Hier wird es ja mit einer Größe eines weißen Flecks suggeriert, um das zu veranschaulichen. Tatsächlich ist es aber, sie sind ja alle punktförmig für uns, die Sterne. Es sind Punkte, aber sie sind unterschiedlich hell. Und diese Fläche soll jetzt irgendwie indizieren oder veranschaulichen, dass diese Sterne heller werden. Negative Werte nach dieser Definition bedeutet, dass der Stern, und da gibt es eben noch eine Normierung, die kommt gleich, diese scheinbare Helligkeit wird dann noch irgendwo angebunden. Da wird ein Stern wird einfach als 1 gesetzt oder als 0, glaube ich, als 0. Wo haben wir es denn? Irgendwo kommt das. Der Nullpunkt hier ist der Stern Vega mit der Magnitude 0. Und negative Magnituden sind besonders helle Sterne und große Werte, plus 20 oder plus 26, sind ganz, ganz dunkle Sterne, die ich eben nur mit so einem großen Teleskop überhaupt entdecken kann. Ja, hier geht es also los. Die Venus, das sind unsere Planeten. Und ich hatte ja erzählt, die Venus ist mit so einer ganz dichten Gashülle umhüllt und das sind weiße Wolken. Die hat eine ganz hohe Albedo, also deswegen strahlt sie weiß, dann ist auch noch näher an der Sonne dran. Also ist ein sehr heller, ja, es ist eben kein Stern, sondern ein Planet, aber am Himmel ist es ein sehr heller weißer Punkt oder eine ganz kleine Kugel. Also hier mit am hellsten. Irgendwo müsste auch der Mond sein. Aha, hier haben wir den Vollmond, minus 12,7 Magnituden. Also negative Werte ganz groß, logarithmische Skala. Der Vollmond ist also super hell. Logarithmische Skala lässt dann auch die Sonne noch bei vernünftigen Werten, also nicht irgendwelche Riesenzahlen, sondern die Sonne tagsüber ist natürlich sehr, sehr hell. Aber auf dieser Skala wäre es eine minus 26,7 Magnituden. Eben, weil es eine exponentielle Skala ist, kann man die Sonne also noch locker mit aufnehmen. Aber für alle möglichen normalen Objekte, wenn wir mal von Sonne und Vollmond absehen, da geht es bei der Venus los mit irgendwelchen minus 4, irgendwas Magnituden und dann geht es weiter zu den hellen Sternen wie Sirius und Vega, dann Uranus, das ist schon ein ziemlich dunkler Planet weit draußen, der hat eine Magnitude von plus 5 und Pluto, den kann man jetzt nur mit großer Mühe noch entdecken, der hat hier eine Helligkeit von klein m plus 14, das ist die scheinbare Helligkeit. Da geht, wie gesagt, ein die wirkliche Helligkeit und die Entfernung. Wenn es etwas sehr weit Entferntes ist, dann erscheint es hier mit der scheinbaren Helligkeit eben deutlich dunkler. Okay, also logarithmische Strahlung, Definition, Angabe in kleinen Magnituden. Wenn man angibt, Magnitude ist plus 10, dann weiß ich, es ist irgendwo in der Helligkeit zwischen Uranus und Pluto, die allerdings sehr weit auseinander liegen, weil es eine logarithmische Skala ist. Ja, und dann gibt es die absolute Helligkeit. Die wird auch angegeben in Magnituden, aber ein großes M. M, das bedeutet, es ist also die absolute Helligkeit und die wird definiert als die Helligkeit in einem Abstand von 10 Parsec. Das ist eine Angabe in irgendwas um die 30 oder
mehr Lichtjahre Entfernung, ist also immer dieselbe Entfernung und die muss ich ausrechnen, weil ich bin ja nicht in 10 Parsec Entfernung von der Sonne oder von der Vega oder von sonst wem, aber ich kann natürlich die absolute Helligkeit in Strahlungsintensität irgendwie messen, dazu brauche ich die scheinbare Helligkeit und die Entfernung und dann kann ich die absolute Helligkeit in Groß M angeben für irgendeinen Stern. Und das ergibt sich hier aus der Differenz klein m in Groß M, wenn ich den Abstand R des Sterns kenne und klein m die scheinbare Helligkeit, dann kann ich Groß M ausrechnen. Oder ich weiß Groß M über irgendwelche anderen Annahmen, zum Beispiel, weil ich weiß, was das für ein Stern ist. Ja, also ich weiß der Sterntyp und dann weiß ich, was für eine Helligkeit der hat. Und ich habe natürlich die scheinbare Helligkeit, die kann ich ja immer sehen mit meinem Teleskop. Dann kann ich die Entfernung eher ausrechnen. Gut, also so viel zur Definition der scheinbaren und der absoluten Helligkeiten. Das wollte ich hier mal bringen. Ich persönlich finde das technisches Handwerkszeug, klein m und groß m, es erscheint allenthalben in den astrophysikalischen oder astronomischen Abhandlungen. Aber ja, so besonders aufregend ist es nicht. Man muss sich dran gewöhnen, ähnlich wie so ein Zollstock, wenn man Handwerker ist auf dem Bau. Wir kommen jetzt zum Aufbau der Sonne und sie hat erstmal hier einen Kern, der hat eine Größe, gebe ich gleich an, kleiner als 0,3 des Radius, das ist der innerste Kern, da geschehen die Fusionsreaktionen. Dann gibt es weiter draußen die sogenannte Strahlungszone, da wird der Energietransport findet via Strahlung, also über Strahlung statt, elektromagnetische Strahlung und das sollen hier diese hin und her zappelten Photonen sein, die sehr viel gestreut werden, das dauert sehr lange, bis die Energiemenge aus dem Kern hier bis in die äußeren Bereiche der Strahlungszone kommt. So, dieses ganze Ding hier aus dem Kern und der Strahlungszone ist mehr sowas wie eine kompakte Kugel. Also das hat so eine hohe Dichte, dass die Sonne, die rotiert ja, dass sie da als so eine starre Kugel rotiert. Weiter draußen dann ist die Konvektionszone und da haben wir sowas wie einen brodelnden Kochtopf und da werde ich gleich noch einen schönen Film dazu zeigen, wo also ganze große Gasblasen aufsteigen und wieder absinken, wenn sie sich oben an der Oberfläche ein bisschen abgekühlt haben. Da haben wir Konvektion, das heißt hier findet der Strahlungstransport durch Konvektion statt und da die Sonne sich um sich selbst dreht, ähnlich wie der Jupiter und der Saturn, da ist das ein bisschen kompliziert mit dem aufsteigenden und absteigenden Gasmassen, weil deren Geschwindigkeit, Bahngeschwindigkeit auf der Kreisbahn während der Rotation der Sonne ja nicht passt, wenn sie ihren Abstand von der Rotationsachse ändern. Kommen sie von weiter innen, sind sie zu langsam unterwegs. Das ist die Corioliskraft und die verursacht dann ähnlich wie auf der Erde Tiefdruck- und Hochdruckgebiete, beziehungsweise es kommt zu Wirbeln und solchen Konvektionszellen. Und das hat ganz interessante Effekte. Das heißt, diese äußere Hülle der Konvektionszone, die rotiert nicht mehr als starre Kugel, sondern da haben wir eine differenzielle Rotation. Es kommt zu unterschiedlichen Umdrehungsgeschwindigkeiten. Und das hat was mit dem 11-Jahres-Zyklus der Sonnenflecken zu tun, diese Eigenschaft der Sonne. Also hier draußen in diesem letzten Abschnitt der äußeren Schale oder der ja, weiter außen liegenden Schale der Konvektionszone der Sonne, da geschieht ganz viel. So, das wäre die eigentliche Sonne bis zur Konvektionszone, dann die Oberfläche, die Atmosphäre der Sonne, da wo das Licht herkommt, das was wir sehen, das ist die Photosphäre und die ist nur wenige 100 Kilometer dick, das ist das was wir sehen. Wir sehen also weder das Innere noch die darüber liegenden sehr dünnen Bereiche der Chromosphäre, der Corona und schon gar nicht der Heliosphäre und hier steht Heliopause, die Heliosphäre geht raus bis zum Ende des Sonnensystems, bis zur Heliopause. Und ich möchte jetzt eben diese einzelnen Schichten des Aufbaus der Sonne im Detail besprechen. Vielleicht noch ein bisschen was hier zu unserem Bild. Das illustriert also ganz schön so ein bisschen die wichtigsten Parameter. Wir haben hier die Temperatur und das gibt so einen Gradienten hier relativ tief an der Grenze zwischen Strahlungszone und Konvektionszone haben wir 2 Millionen Grad, 4 Millionen Grad und an der Grenze zum Kern überschreiten wir die 8 Millionen Grad Grenze und die Fusion geschieht eben im Zentrum, im innersten Zentrum bei 15,2 Millionen Grad. Wir haben hier Neutrinos noch reingezeichnet, die kommen unmittelbar aus den Kernreaktionen vom Zentrum, die können wir auf der Erde nachweisen und sie sind, da sie praktisch zeitlos, also mit Lichtgeschwindigkeit aus dem Kern der Sonne kommen, eine Information über die Prozesse der Sonne, die in diesem Augenblick stattfinden. Denn die Energie, bis die Photonen hier rauskommen, das dauert 1 Million Jahre. Also
Das können auch 100.000 Jahre sein, je nach Modellrechnung. Aber dieser Energietransport durch diese ganzen Schichten hindurch dauert wirklich sehr, sehr lange. Das heißt, die Neutrinos, die reibungsfrei oder praktisch ohne Verlust durch diese ganzen Schalen durchgehen, die bringen uns als einzige eine Information von den Vorgängen, die jetzt im Augenblick, also mit 8 Minuten Verzögerung, im Innern der Sonne geschehen. Neutrino-Experiment, sehr wichtige Sache. Also Photonen brauchen sehr lange. Und wir haben hier den Radius, das ist klar. Also der Kern ist innerhalb von 0,3 des Radius, also 30% des Radius. Und die Grenze zwischen der Strahlungszone und der Konvektionszone ist bei 0,7 des Radius, also 70% des Radius. Und wir haben hier die Dichte, das ist eine logarithmische Skala, die nimmt natürlich exponentiell, also logarithmisch, nein, exponentiell nach innen zu, Dichte 10 Kilogramm pro Kubikmeter oder Gramm pro Kubikzentimeter, 100.000 und hier 10.000. Und 134 war, glaube ich, die Dichte wirklich im Zentrum und die ist relevant für die Energieproduktion in der Fusion. Ja, also nochmal die etwas detaillierteren Informationen über den Aufbau der Sonne. Kern, also bis 0,3 des Radius, also 30% des Radius, macht 2,7% des Volumens aus, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ich hoffe mal, das müsste ja mit der dritten Potenz gehen. Ne? Ja. Dann 50% der Masse ist da aber drin, weil die Dichte im Kern eben sehr viel höher ist. Das heißt, in den inneren 30% des Durchmessers haben wir ein großes, also die Hälfte der Masse konzentriert. Das heißt, da passiert eben ganz viel, insbesondere die Energieproduktion. Und da haben wir ganz im Zentrum dann diese 15,6 Millionen Grad Kelvin, die für die Fusion die entscheidende Kerntemperatur ist. Die Strahlungszone ist im Bereich zwischen 0,3 bis 0,7 des Radius. Da haben wir also Emissions- und Absorptions- und Streuprozesse der Photonen, der elektromagnetischen Strahlung, das ist auch sogar Röntgen- und Gammastrahlung, die im Kern in den Kernreaktionen dort erzeugt wird. Die Temperatur am oberen Rand dieser Zone ist 2 Millionen Grad und, ach, hier steht sogar 10 Millionen Jahre. Also ich hatte da in den verschiedenen Publikationen, hängt von diesen Modellvorstellungen ab, habe ich unterschiedliche Daten gefunden. Also es liegt jedenfalls in der Größenordnung von Millionen Jahren, wie lange solch ein Photon da durchbraucht. Wobei, es ist nicht ein Photon, was durchkommt, sondern das Photon, die sind ja sowieso ununterscheidbar. Die Photonen werden absorbiert, emittiert von diesem ganzen Gas, was da dazwischen rumfliegt. Es gibt Quantenstreuungsprozesse und alles Mögliche. Also es ist nicht dasselbe Photon, sondern die Energie. Also es ist ja mehr so eine ideelle Größe. Der Energietransport braucht diese Zeit, um dahin durchzukommen. Ja, und die Energieverlustprozesse führen dazu, dass die primär erzeugte Gammastrahlung, also harte Strahlung aus den Kernreaktionen, sich in Röntgenstrahlung und schließlich in diese freundliche elektromagnetische, ja, also Licht im Wellenlängenbereich zwischen 400 und 800 Nanometer oder in der etwas breiteren Verteilung auch hin zum Infraroten und ein bisschen UV, dann hin so verharmlost, ja, was für uns gut wäre. Denn eigentlich in der Energieproduktion im Zentrum mit den Kernreaktionen entsteht eben auch sehr harte Strahlung. Konvektionszone, das ist die Zone, die sich dann ganz außen anschließt und die können wir von oben so ein bisschen beobachten im richtigen Wellenlängenbereich, also nicht im optischen, weil da sehen wir nur die Photosphäre, die sieht ziemlich langweilig aus, aber in anderen Wellenlängenbereichen, da sehen wir dieses Brodeln der Konvektionszone. Und die geht von 0,7 des Radius bis zur Oberfläche. Temperatur oben am oberen Ende ist 7500 Grad Kelvin. Also die Sonnenoberfläche ist ja irgendwas um 5700 Grad Kelvin. Und da sind jetzt 2000 Grad Differenz. Das ist die Photosphäre, also der Bereich, wo das Licht herkommt, das wir anschauen. Das kann man als die Atmosphäre der Sonne so anschauen. Also da, ja, was wir eben sehen können. Und der untere Rand ist der obere Rand der Konvektionszone, 7500 Grad Kelvin. Und da gibt es in dieser Konvektionszone eben diese aufsteigenden Blasen, absteigenden Bereiche mit unterschiedlichen Temperaturen. Es brodelt. Und das Brodeln, das sind erstmal die Granulen. Die haben einen typischen Durchmesser von 1000 Kilometern. Dann gibt es Supergranulen, also größere Konvektionszellen. Die findet man tiefer unten, aber oben haben die bestimmte Spuren. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass von unten aus diesen zentraleren Bereichen, als der
Trennschicht zwischen Strahlungszone und Konvektionszone so ganz große Blasen aufsteigen, die sich dann zerteilen in kleinere Blasen, also Supergranulen, die dann in Granulen zerfallen, aber diese Granulen, in die sie zerfallen, die hängen dann noch zusammen. Und dann gibt es neu, und das ist eine relativ neue Publikation in Nature, Giant Granules, englisch gigantische Granulen mit Durchmessern von 200.000 Kilometern. Das sind sowas dann tatsächlich, und das werde ich gleich zeigen, sowas wie Tiefdruck- und Hochdruckgebiete, die wir von der Erdatmosphäre her kennen. Das ist aber eine relativ neue Entdeckung. Entscheidend erstmal als Grundwissen ist, was ist denn überhaupt eine Granule? Und diese Granulen, die sind das hier. Ich weiß nicht, ob ich das Ding hier starten muss oder ob das von selber losläuft. Nein, ich muss es starten. Also, dann starte ich das mal. Das ist hier so ein Zusammenschnitt und hier unten läuft die Zeit. 25, 3, das sind also, ja, wie viel? Das sind 40 Minuten, die das durchläuft in der Photosphäre, aber eben in einem bestimmten günstigen Wellenlängenbereich. Und wir sehen hier diese ganzen kleinen Blubberdinger. Die haben, hier oben ist der Erddurchmesser als Maßstab. Das heißt, diese Granulen liegen, ja, man braucht vielleicht 10 Granulen, dass man den Erddurchmesser zusammenbekommt. Also diese kleinen Brodelkugeln, also Kugeln sind es ja nicht, sondern die haben irgendeine beliebige Struktur. Das sind diese Granulen, die man also als erstes sehr schön entdeckt hat. Und was hier besonders ins Auge sticht, sind Sonnenflecken mit dem schwarzen Innenbereich und dann diesen seltsamen Strichmustern drumherum. Die werden wir dann noch näher beschreiben. Sprechen, wie die zustande kommen. Das sind magnetische Anomalitäten. Sehr wichtig in dem Verstehen der Phänomene auf der Oberfläche und im Innern der Sonne ist das Wissen, dass es sich um ein Plasma handelt. Es ist also nicht ein neutrales Gas. Ein neutrales Gas, wenn ich jetzt hier meinetwegen Helium hier hätte und ich hätte einen Magneten, dann würde dieses Helium, neutrales Helium oder neutraler Wasserstoff auf den Magneten nicht reagieren, also abgesehen von ganz schwachen Effekten. Währenddessen ein Plasma, das so heiß ist, dass sich die Elektronen von den Atomkernen trennen. Das heißt, das Helium ist gar nicht das chemische Element Helium, sondern es sind Helium-Atomkerne positiv geladen und Elektronen ebenfalls frei beweglich. Und wenn ich freie Elektronen habe und freie Protonen positiv geladen und halte da einen Magneten dran, dann passiert ganz viel. Diese Teilchen folgen den Magnetfeldlinien. Das ist also so ungefähr wie Eisenpfeilspäne. Also wenn ich jetzt, das kennt man ja aus der Schule, so ein Blatt Papier, tut man Eisenpfeilspäne drauf, drunter einen Magneten und dann kann ich die Magnetfeldlinien sichtbar machen. Und genau dasselbe passiert auch mit Plasma. Bloß, dass ich das eben bei zigtausend Grad machen muss, damit ich ein Plasma stabil habe. Aber was wir hier sehen, diese Striche, also wo sehen wir sie denn besonders gut? Also hier sehen wir solche langgestreckten Striche und hier auch so gekrümmte Striche. Das ist das Plasma, was sich entlang von Feldlinien, Magnetfeldlinien anordnet. Ähnlich wie im Eisenpfeilspäne-Experiment. Das sind aber Sonnenflecken, da werden wir später noch drüber reden. Ich wollte hier bei diesem Bild erstmal hauptsächlich auf diese Granulen eingehen. Also die sehen wir jetzt hier sehr schön. Und hier habe ich einen kleinen Film dazu. There are three major modes of thermal transport: conduction, convection, and radiation. This is our second video looking at thermal transport in the sun, and we'll specifically study convection, which is the dominant mechanism in the outer part of the sun. Convection is the actual movement of material in fluids due to buoyancy. Hotter material has relatively lower density and thus it rises, much like a hot air balloon. Cooler material has higher density and thus it sinks. We can easily illustrate convection with the following equipment: hot plate, small pan, silicone oil, and aluminum powder. We simply place our silicone oil and aluminum powder mixture into the frying pan and heat. It is possible to ignite the oil, so one wants to know the safe temperature range for the specific type of oil they are using. Very high temperatures are not needed in this demonstration, and I have set the thermostat for 350 degrees. As the oil heats up, convective cells are created. Hot material, initially in contact with the bottom of the pan, moves upward and boils over. Cooler material then circulates downward. The aluminum powder serves as a tool that allows us to see the circulation. Convection like this on the surface of the sun is known as granulation. The material that is moving upward at several kilometers per second toward the surface appears brighter, and the cooler material moving downward is darker, giving the sun this mottled appearance.
Convection cells on the sun are about 1,000 kilometers in diameter. More teaching materials can be found on the web at astro.unl.edu. So, ich hoffe, in diesem englischen Teaching oder Tutorial Movie, da hat man vielleicht ein bisschen das auch nochmal verstanden, wenn es mal jemand anders als ich selber erkläre. Ich fand dieses Video eigentlich sehr eingängig, ist allerdings nur ein Ausschnitt aus dem Video. Die jeweiligen Adressen auf YouTube habe ich immer mit auf der Folie von der dazu passenden Folie auf dem PDF angegeben. Auch für diesen Movie hier, das sind diese Giant Granules, zu den Supergranulen, da bin ich jetzt nicht näher drauf eingegangen, also diese Zwischenstufe. Also diese Giant Granules, die riesige Bereiche auf der Oberfläche der Sonne, ist ja viel größer als die Erde, die also riesige Bereiche, wie hier in dem Bild gezeigt, einnehmen, Tiefdruck- und Hochdruckgebiete. Da gibt es ein Nature-Papier und da gibt es auch einen kleinen Movie dazu und ich habe daraus eben nur die Modellrechnung bzw. die Umrechnung aus den Daten, da sind die Pfeile eingetragen, der Strömung, das habe ich hier mal zusammengeschnitten zu so einem kleinen Bild. Und hier sieht man also sehr schön diese Ähnlichkeit mit den Tief- und Hochdruckgebieten der Erde. Die Strömungsgeschwindigkeiten liegen, glaube ich, im 10 Kilometer die Strömungsgeschwindigkeit, ja, muss ich nochmal nachschlagen, die waren auf jeden Fall mal sehr niedrig, 10 Kilometer pro Sekunde Bereich, das sind sehr niedrige Geschwindigkeiten und hier oben hat sich sogar zu diesem Zeitpunkt hier dann mal sowas wie eine Zirkumpolarströmung ausgebildet, also so ein Jetstream, wie wir sie auf der Erde kennen, ganz interessant. Allerdings sehr langsame Strömung, deswegen hat es auch sehr lange gedauert, bis man diese sehr großräumigen Gasbewegungen auf der Oberfläche der Sonne tatsächlich gefunden hat. Also das nur mal als Hinweis auf die aktuelle Forschung, ist aber jetzt nicht wirklich das Lehrbuchwissen. Gut, weiter geht's. Aufbau der Sonne in Schichten. Jetzt haben wir also ein bisschen was über den Kern gelernt und was da für Kernreaktionen geschehen. Das werde ich in einer separaten Vorlesung über die Kernreaktionen erklären. Dazu müssen wir ein bisschen das Grundwissen aufbauen, worum es bei Kernreaktionen, Fusionsreaktionen überhaupt geht. Dann gibt es die Strahlungszone und die Konvektionszone. Und dann gibt es als nächstes diese Photosphäre. Sichtbare Oberfläche ist das und sie ist eben 400 Kilometer dick. Und die Temperatur ist an der Unterkante der Photosphäre 7500 Grad Kelvin und an der Oberkante 4500 Grad Kelvin. Das heißt, wir haben da einen gewaltigen Temperaturgradienten, jedenfalls relativ gemessen an der Oberflächentemperatur. Aber nach innen wird es ja drastisch viel heißer, bis wir bei 15 Millionen Grad angekommen sind. Und die Photosphäre, die sieht eben relativ langweilig aus. Das sehen wir hier. Man sieht da immer noch die Sonnenflecken. Und die Sonnenflecken sind hier eben tatsächlich, hier sieht man sie gerade mal, also hier hat die Sonne gerade mal sehr wenig Sonnenflecken. Hier sind es einfach dunkle Flecken. Und die wurden schon sehr frühzeitig entdeckt. Und an den Sonnenflecken hat man auch entdeckt, schon sehr früh, dass die Sonne um sich selber rotiert, wie die Planeten ja auch. Und zwar im richtigen Drehsinn. Also das ist dieser allgemeine Drehsinn des Sonnensystems und die Sonne auch. Sie braucht einmal, um sich selbst zu drehen, rund einen Monat, also ein bisschen weniger als 30 Tage. Aber man kann eben gar nicht eine genaue Umdrehungszahl angeben, weil sie am Äquator mit einer anderen Geschwindigkeit rotiert als an den Polen. Aber dazu später mehr. Jetzt zunächst mal diese relativ langweilige Photosphäre. In diesem Wellenlängenbereich, einfach im Optischen, kann ich die Granulen jetzt zumindest bei dieser Auflösung nicht sehen. Ich glaube, ich kann sie da gar nicht sehen. Das ist ein gleichmäßiges Gelb-Weiß. Ich sehe sehr wohl die Sonnenflecken und ich sehe, dass am Rand die Sonne ein bisschen dunkler erscheint als in der Mitte. Das fällt uns nicht auf, wenn wir die Sonne mit normalen Kameras aufnehmen, weil sie total überbelichtet ist. Also man kann sie gar nicht vernünftig belichten. Aber wenn man es richtig ausleuchtet, dann sieht man, dass der Rand, wie hier auf diesem Bild ja auch gezeigt, deutlich dunkler ist als die Mitte. Das bedeutet, von einem Segment der Sonnenoberfläche geht das Licht vorzugsweise senkrecht nach oben und nicht schräg zur Seite. Das ist eigentlich der äquivalente Effekt unseres Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs. Bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang muss das Licht der Sonne zur Erdoberfläche eine dickere Schicht der Erdatmosphäre durchdringen und wird da stärker absorbiert durch alle möglichen Streuprozesse. Und das ist umgekehrt bei der Emission von Licht aus der Photosphäre auch so. Aus den tieferen Schichten der Photosphäre, da kommt ja eigentlich sogar noch mehr Licht raus, weil die heißer ist, da
muss das Licht bei stärkeren Winkeln, muss das Licht also eine dickere Schicht der oberen Photosphäre durchdringen und wird da stärker gestreut. Deswegen, und wenn es vom Rand kommt, dann bedeutet es ja, dass es schräg von der Oberfläche emittiert werden muss. Ja, ich hoffe, das ist klar. Ne? Also wenn ich auf den Rand der Sonne gucke, dann kommt das Licht durch eine dickere Schicht der oberen Photosphäre durch und wird da stärker absorbiert. Infolgedessen ist der Rand ein wenig dunkler. Zur Photosphäre ein paar einzelne Fakten, die ich mal so aufzählen will. Also, das ist die unterste Schicht der Sonnenatmosphäre. Da kommen noch Schichten oben drüber, Chromosphäre und sowas. 400 Kilometer dick, Quelle des Lichts, hatte ich schon gesagt. Temperaturgradient, hatte ich auch schon gesagt. Die Dichte ist 10 hoch minus 7 Gramm pro Kubikzentimeter. Also, es gehört sich auch so für eine Atmosphäre, dass sie gefälligst doch sehr, sehr dünn ist, also gasförmig. Dann gibt es diese Randverdunklung, habe ich auch gerade erklärt. Lichtstrahlen vom Rand aus höheren und kälteren Schichten. Okay. Randverdunklung für Blau stärker als für Rot. Sie ist wellenlängenabhängig und das liegt an der Rayleigh-Streuung. Deswegen ist ja unser Himmel auch blau. Das heißt, das blaue Licht wird stärker gestreut in einer Atmosphäre als das rote Licht. Das heißt, es gibt eine leichte Verfärbung der Sonne am Rand. Jo, und dann haben wir diese granulare Struktur durch Wasserstoffkonvektion. Typische Strukturgröße der Granulen 1000 Kilometer, hatte ich alles erzählt. Ich hatte auch erklärt, dass es heiße Gaszellen sind, die von unten aufsteigen und die sind dann eben ein bisschen heller. Die Lebensdauer der Granulen, das haben wir gerade in dem Film gesehen, da war ja so eine Zeit, die durchlief, liegt bei 5 bis 10 Minuten. Sie sind riesengroß, 1000 Kilometer typische Strukturgröße und verändern sich grundlegend in 10 Minuten. Das sind also erhebliche Geschwindigkeiten da beteiligt, damit das überhaupt passieren kann. Und die Aufstiegsgeschwindigkeiten von unten sind einige Kilometer pro Sekunde. Und die Sonnenflecken, hatte ich auch schon genannt, sind magnetische Störgebiete. Und da gibt es die Magnetohydrodynamik, die Wechselwirkung von Magnetfeldern mit so einem Plasma. Und das ist eine sehr komplizierte theoretische, physikalische Angelegenheit, die man nur mit sehr aufwendigen Modellen beschreiben kann. Und wir können dann hier nur so phänomenologisch versuchen, das zu verstehen, was es mit den Sonnenflecken dann auf sich hat. Ja, das war das, was ich über die Photosphäre sagen wollte. Wir kommen weiter zur Chromosphäre. Die ist oben drüber und sie ist nicht 400 Kilometer dick, sondern 20.000 Kilometer dick. Und das ist der Bereich, in dem wir diese Protuberanzen, Flares und Eruptionen haben. Da ist also richtig was los. Die Gasdichte nimmt über diese 20.000 Kilometer drastisch ab, von 10 hoch minus 4 Gramm auf 10 hoch minus 15 Gramm pro Kubikzentimeter. Dafür steigt die Temperatur enorm an. Die Temperatur der Photosphäre ist ja also geringer als 6000 Grad Kelvin im Mittel, die Photosphäre. Aber in der Chromosphäre, dieses sehr dünne Plasma, das hat Temperaturen von bis zu Millionen Grad. Das sind diese Flares, richtige Ausbrüche. Und ich habe immer noch nicht so eine richtige Erklärung darüber gefunden, warum es wieder heißer wird. Also wir verstehen, dass es im Zentrum der Sonne super heiß ist. Und da haben wir ja die Energiequelle, das ist die Fusion. Also nicht weiter erstaunlich, da haben wir 15 Millionen Grad. Und dann nimmt es die ganze Zeit, nimmt die Temperatur ab bis zur Photosphäre und hat da ein Minimum von ungefähr 6000 Grad Kelvin. Und daran anschließend ist dann das kalte Vakuum des Weltalls. Okay, da soll es also immer kälter werden, würde ich jetzt erstmal denken, ne? Weil sich die Energie ja auch immer mehr verdünnt. Ne? Das ist ja eine Punktquelle und der Radius, durch den diese Energie fließt, wird immer größer. Also wird der Energiefluss pro Quadratmeter Oberfläche immer kleiner, weil je größer die Kugel ist, umso größer ist die Oberfläche. Die Temperatur muss immer weiter abnehmen. Aber in der Chromosphäre nimmt die Temperatur auf einmal wieder enorm zu, auf Millionen Grad. Und was das bedeutet für die Chromosphäre und die Corona, das werden wir dann noch sehen in solchen Movies, die ich da noch zeigen will. Es betrifft allerdings nur einen kleinen Teil des Energieflusses. Das meiste geht ja in Form von Photonen und diesem Sonnenwind raus. Der Sonnenwind ist gerichtet, dem kann man gar nicht so ohne weiteres eine Temperatur zuordnen. Der fliegt ja raus. Es betrifft also nur einen kleinen Teil der gesamten Energieemission, der hier so heiß wird. Okay, also 10 hoch 6 Millionen Grad. Es gibt Flares, Loops, das sind genau diese Fäden von Plasma, die sich entlang der Feldlinien da aufwickeln. Das nennt man dann Loops, also Schleifen, und Protuberanzen. Und dann
das ist die Corona, die Chromosphäre, und dann kommt die Corona und die Heliopause. Und hier haben wir eine Aufnahme in einem bestimmten Wellenlängenbereich im UV, das ist die Wasserstoff-Alpha-Linie aus der Balmer-Serie bei 656,3 Nanometer. Die Alpha-Linie, obwohl sie im sichtbaren Bereich liegt, 650 Nanometer, ist charakteristisch für angeregten Wasserstoff. Und Wasserstoff ist ja das Hauptelement, aus dem die Sonne besteht. Und diese Anregung des Wasserstoffs ist also charakteristisch für sehr hohe Temperaturen. Und wenn man bei dieser einigermaßen, ja, die ist also gut zu spektroskopieren, bei dieser Wellenlänge schaut, dann sieht man, wie viel angeregten Wasserstoff wir haben. Und elektronisch angeregter Wasserstoff ist eben ein Zeichen für diese extrem hohen Temperaturen. Dann sieht man nicht die Photosphäre sehr stark, sondern bevorzugt den Bereich der Chromosphäre. Ja, hier sind nochmal die wichtigsten Daten, die hatte ich gerade schon erzählt, der Photosphäre genannt. Wir haben einen Temperaturgradienten von der Oberkante der Photosphäre, 4500 Grad Kelvin, also ein bisschen geringere Temperatur als der Mittelwert der Photosphäre, 4500 Grad Kelvin bis hoch zu 1.000.000 Grad Kelvin. Die Dichte ist sehr gering, 10 hoch minus 12 Gramm pro Kubikzentimeter, und hier wird gesagt, es ist eine flockige Struktur. Ja, man sieht es also so Flocken. Das sind ist das Auftreten von Fackeln, Flares und Eruptionen und Filamenten, Protuberanzen. Filamente sind Protuberanzen am Rand. Also ich selber fand diese vielen verschiedenen Bezeichnungen für diese Eruptionen von Sonnenplasma ein bisschen verwirrend. Das hat genaue Definitionen. Auf jeden Fall sieht man hier diese ganzen Fäden und, ja, und Loops und Bögen und alle möglichen Sachen von heißem Plasma, was da ausbricht und entlang der magnetischen Feldlinien dann solche fadenartigen Strukturen aufbaut. Da gibt es auch wunderbare Aufnahmen von so Satelliten, die die Sonne genau beobachten. Hier haben wir also ein Bild von Magnetic Loops. Und da sieht man sehr schön diese hellen Bereiche hier, aufgenommen eben in diesem Licht der Balmer-Serie, also der Wasserstoff-Alpha-Linie, dass wir es hier wirklich mit so einem Experiment von Eisenfallspänen zu tun haben. Dieses hellleuchtende Plasma fließt entlang, und wenn man einen Film sehen würde, dann sieht man, dass es wirklich fließt. Es fließt entlang dieser Feldlinien als ein Material, was elektrisch geladen ist und deswegen um diese Feldlinien herum spiralisiert. Ich kann mal den Text hier unten vorlesen. The image of a magnetically active region at the edge of the sun shows loops that connect one magnetic polarity to the other. Das heißt, wir haben hier zwei Sonnenflecken, und was wir noch lernen werden ist, dass Sonnenflecken immer in Paaren vorkommen, nämlich Nord- und Südpol. Also sowas wie Stabmagnete, aber es sind nicht Stabmagnete, sondern die sind unten im Innern der Sonne miteinander verbunden. Es sind austretende Magnetfeldlinien am Nordpol und gehen am Südpol oder umgekehrt wieder rein in die Sonne. Und diese Feldlinien hier sind dann sowas wie die Autobahnen dieses extrem heißen Sonnenplasmas. Ja, und dann gibt es noch Eruptions, da haben wir so ein Bild von einer Eruption. Large Eruptive and Explosive Events or Coronal Mass Ejection, CME. CME, da werde ich gleich noch Filme zeigen, das sind riesige Masseneruptionen, die plötzlich ausbrechen. Es ist irgendwie sowas wie ein Sonnensturm, da kann man auch ein Datum angeben. Ja, also meinetwegen am 15. August um 13.05 Uhr gab es plötzlich eine riesige Eruption von der Sonnenoberfläche. Also ich habe das Datum jetzt gerade erfunden, mal so als Erläuterung. Und das wäre so eine CME, also eine koronale Massen-Ejections, also Herausschlagung. Occur infrequently and irregular, das kann man jetzt nicht aussprechen, also sind unregelmäßig und nicht besonders häufig, aber sie geschehen. Even at the maximum of solar magnetic activity. Also die solare Aktivität hat einen 11-Jahres-Zyklus, und am Maximum dieses Zyklus hat die Sonne besonders viele Flecken, und dann gibt es besonders viele von diesen großen Ausbrüchen, die CMEs. Und die CMEs, wenn es einen besonders großen CME gibt, die können auch die Erde treffen, und da gibt es Störungen im Funkverkehr und in allen elektronischen Devices, und die Satelliten, die das untersuchen, die werden zum Teil überbelichtet, weil sie zu viel Strahlung abbekommen.
bekommen bei einer größeren CME. Das betrifft aber die Corona. Also solche großen Eruptionen, die lassen die Corona plötzlich in bestimmten Bereichen, das ist gerichtet, hell erstrahlen. Und die Corona, das ist, da gehört der Sonnenwind mit dazu, die Corona geht bis an den Rand des Sonnensystems, das ist die Heliopause dann. Die hat 1 bis 3 Millionen Grad, die ist also sogar noch ein bisschen heißer als diese Chromosphäre und die Dichte ist extrem gering. Das ist eben die Dichte zwischen den Planeten. Ja, und es ist eigentlich für alles, was wir wahrnehmen können, ist das Vakuum 10 hoch minus 19 Gramm pro Kubikzentimeter. Es ist aber ein enormer Teilchenstrom. Und darauf will ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Das ist ein Bild von einer Sonnenfinsternis. Die Corona kann man hier auf der Erde sozusagen zu Fuß auch als Laie beobachten. Aber wenn man Glück hat bei einer totalen Sonnenfinsternis, da kann man genau das beobachten, was wir hier sehen. Wir sehen hier nach rechts und links, das ist die Ebene des Sonnensystems. Also jedenfalls, wenn das Bild richtig orientiert ist, da sehen wir diese massiven, ja, extrem heißen Gase zur Seite wegfließen. Ja, und die fließen tatsächlich mit enormen Geschwindigkeiten nach draußen weg. Das sind solche rausströmenden Gasmassen oder Plasmamassen, die sind gerichtet und wie so Jetstreams im Nahbereich der Sonne und weiter draußen ist es dann einfach so eine Teilchendiffusion, die ist zum Teil verwirbelt und dann nennt man das dann den Sonnenwind. Also diese Corona, das ist die Corona, diese hellen Bereiche, geht über in den Sonnenwind ein paar Millionen Kilometer oberhalb der Sonne. Also die Corona, äußerste Gashülle der Sonne, geht über in den Sonnenwind, ja hier steht es ja nochmal, Sonnenwind, Temperatur 1 bis 3 Millionen Grad und die Geschwindigkeit dieser Gase und dieser Entladung, die ist phänomenal. Das macht 1 Million Meilen und mehr pro Stunde. Also Meilen, ja 1,6 Kilometer, das sind also wirklich hohe Geschwindigkeiten, mit der diese Entladungen nach draußen driften. Dichte 10 hoch minus 17 Gramm pro Kubikzentimeter und man kann die sehr schön beobachten in der, das ist hier nicht im Optischen, ich hatte mich schon gewundert, warum man das so gut sieht hier. Dieses Bild ist beobachtet in der stärksten Emissionslinie des 13-fach ionisierten Eisens. Also Eisen und dann in römischen Zahlen hier diese 14. Also 1 ist neutrales Eisen und 13-fach ionisiertes ist in der Zählung hier 14. Das ist also hochionisiertes Eisen und Eisen, das werden wir noch sehen, das ist für Sonnen schon ein sehr wichtiges Element, weil es das Endprodukt in der Kette der Fusion ist. Alles kann fusionieren bis zum Eisen und dann ist Feierabend. Deswegen ist Eisen sehr häufig, auch in diesen Sonnen. Und diese Eisenlinie eignet sich sehr gut, um dieses extrem heiße Plasma anzuschauen. Das leuchtet mit angeregtem Eisen bei dieser Linie. Okay, und das ist das, worauf hier dieses Observatorium gegründet hat. Das ist also das High Altitude Observatory White Light Current, ja und so weiter. Das steht in Chile. Und da sieht man bei dieser Sonnenfinsternis, Solar Eclipse, sieht man sehr schön die Corona. Also mit bloßem Auge kann man es so schön nicht sehen. Da braucht man schon so ein spezielles Instrument, was diese spezielle Strahlung beobachten kann. Sehr beeindruckend. Aber noch besser ist es eigentlich, wenn man die Filme nimmt von SOHO. Ich habe hier mal die Seite von Wikipedia von SOHO, das ist ein Satellit, kopiert. Und von SOHO will ich jetzt mehrere Filme zeigen oder jedenfalls 2, 3 kurze Filme. Und SOHO ist geparkt am Lagrange-Punkt L1 zwischen Erde und Sonne. Was Lagrange-Punkte sind, hatte ich am Beginn dieser Vorlesungsserie erklärt. Und L1 ist der Punkt zwischen Sonne und Erde, wo sich die Gravitationsanziehung zwischen Sonne und Erde genau kompensieren. Das heißt, dieser Satellit rotiert mit der Erde zusammen um die Sonne herum. Und er hat die Aufgabe, genau diese Sonne zu spektroskopieren, ohne Störung von der Erdatmosphäre. Also SOHO heißt Solar and Heliospheric Observatory. Und man kann also Näheres darüber lesen. Also wichtig war mir nur, ich wollte wissen, wo ist denn dieser Satellit geparkt, der diese fantastischen Aufnahmen von der Sonnenatmosphäre und der Corona produziert. Und das hier ist jetzt wieder in einem anderen Wellenlängenbereich ein Bild, das ist vom 13. März 1996 und das ist genau, hier unten steht es,
von dieser Sonde Soho aufgenommen. Und ich glaube, sie ist immer noch in Betrieb. Das ist also eine extrem erfolgreiche Mission. This image of 1,500,000 degrees Kelvin Celsius gas in the sun's thin outer atmosphere, das ist die Corona. Also mit dieser Wellenlänge steht da Extreme Ultraviolet Imaging Telescope. Also im extremen Ultraviolett, welche Wellenlänge das genau ist, das habe ich jetzt nicht gefunden. Aber da kann man eben diese extrem heiße Corona der Sonne sehen. Und wir sehen auch hier, hier sind zwei Sonnenflecken. Die Sonnenflecken sind bei diesem Wellenlängenbereich jetzt nicht etwa dunkle Flecken, sondern sehr helle Flecken, weil da diese Corona-Gase, diese extrem heiß, das extrem heiße Plasma austreten kann in den interplanetaren Raum. Und da sehen wir das in diesem Wellenlängenbereich besonders hell, diese Sonnenflecken. Ja, und hier haben wir wieder einen kleinen Film und da sieht man mit Soho aufgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe, sieht man diese Koronalentladung und da gibt es auch eine Zeit, die durchläuft und jetzt lasse ich den Film einfach mal laufen und da sieht man, wie heftig unsere Sonne Material, Plasma abstrahlt in der Corona. Ja, das war so ein kleiner selbsterklärender Film, eigentlich ohne, also nur mit Musik im Hintergrund, da war immer Text in den Folien eingeblendet. Erstmal dazu, was so typischerweise dieser Satellit sieht von der Corona. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen längeren Film, wo ein paar Sachen, die Soho beobachtet hat, näher erklärt werden. At 2:50 Universal Time on July 23, 2012, the Sun unleashed an incredibly powerful coronal mass ejection, or CME. A CME is a huge cloud of plasma that bursts out of the Sun's atmosphere and is held together with magnetic fields. An average CME travels at about 1 million miles per hour and weighs around 2 trillion tons. On this particular Monday, however, the Sun unleashed a perfect storm of plasma. Thanks to NASA's far-ranging heliophysics fleet, we have an excellent picture of the event. The incredibly high-resolution view of the Sun provided by NASA's Solar Dynamics Observatory, or SDO, revealed the beginning of the eruption in several different wavelengths of ultraviolet light. NASA's twin stereo spacecraft, orbiting the Sun ahead and behind Earth, gave a similar view from alternate perspectives. The stereo satellites also carry coronagraphs, which block the bright solar disk to make the fainter extended solar atmosphere, or corona, visible. As a result, they were able to image the actual CME as it left the Sun. The CME headed in the direction of the Stereo A spacecraft at an astonishing 6.7 million miles an hour. As the CME arrived at Stereo A, the coronagraph and Stereo's wider field heliospheric imagers were pummeled by high energy particles, which appear like snow in the imagery. The joint ESA and NASA Solar and Heliospheric Observatory, or SOHO, that has been observing the Sun since 1995,
captured footage of the CME in both of its coronagraphs, which overlap their fields of view. All of these data allow computer models to reconstruct the full shape and expansion of the CME. The main event is preceded by a few smaller CMEs, one of which was Earth-directed. It is immediately clear how much larger and faster the July 23rd CME was as it blasted towards Stereo A. NASA's fleet of heliophysics spacecraft watching the sun from all sides improves our understanding and enables predictions of these solar outbursts. Gut, das war also ein Film über eine CME, Coronal Mass Ejection, das die SOHO beobachtet hat. Das wurde jetzt also an diesem einen Beispiel ein bisschen näher erläutert. Jetzt habe ich noch ein Video gefunden und das würde ich gerne zeigen. Das ist sowas wie ein Jubiläumsvideo von SOHO, 20 Jahre. Und da werden so die Highlights dieser 20 Jahre gezeigt, zusammengeschnitten. Und da gibt es auch jemanden im Hintergrund, der das erklärt. Und was SOHO zum Beispiel beobachtet hat, ist, wie ein Komet in die Sonne abgestürzt ist. Also der Schweif wurde immer länger. Der Komet kam immer näher an die Sonne ran. Die Sonne selber sieht man bei SOHO nicht, die wird ja mit so einer Maske abgedeckt und dann verschwindet der Komet. Also die Sonne sammelt auch Kometen auf, ähnlich wie unser Jupiter. Und jetzt will ich diesen Film einfach mal starten und da kriegt man mal so ein paar Impressionen, was es bedeutet, die Corona über 20 Jahre zu beobachten. Hi, I'm Joe German. I'm a solar physicist in the heliophysics division at NASA's Goddard Space Flight Center. All of the eight large planets in the solar system orbit the sun in a plane that lies within a few degrees of the Earth's orbital plane, the so-called ecliptic. So when we observe the sun with a coronagraph that blocks the much brighter light from the sun itself so we can see the faint corona, the sun's hot outermost atmosphere, we get occasional glimpses of planets. And in this remarkable series of images, we actually get to see several different planets. And also in the upper left of the image, you can see the Pleiades, the star cluster. The images of the planets come out here looking as though they have horizontal streaks because they're so bright that they overwhelm the electronics in the detector that's taking this image. SOHO's Extreme Ultraviolet Telescope allows us to see a variety of solar activity, and some of the most intense activity we saw was in the fall of 2003, which was a bit of a surprise because it was a couple of years after the maximum of the 11-year solar activity cycle. It's a beautiful clip, and it shows what SOHO's Extreme Ultraviolet Telescope can do. So what we're seeing here is those same periods of activity in the fall of 2003, only this time from SOHO's coronagraph. And you can see a sequence of events, so-called coronal mass ejections, launching off in all directions as the active region rotates across the solar surface. And you also see what looks like snow on the windshield of a car driving through a blizzard, and that's energetic particles accelerated by the solar activity hitting the detectors on the SOHO spacecraft. Prominences are cooler gas that flows along magnetic fields in the much hotter solar corona. And in this image from 1999, you can see the eruption of a huge prominence from a fairly high latitude in the sun, and that tells us that it's associated with new cycle magnetic fields and with the expulsion of twists in magnetic fields from the old solar cycle. Each of those approximately 11-year halves of the magnetic cycle displays its own cycle of first increasing and then decreasing magnetic activity. And that's reflected in the intensity of extreme ultraviolet emission from gas that's trapped in the magnetic field. So in this image, you can see a series of snapshots taken one a year over a solar cycle. Over the course of the SOHO mission, we've observed over 3,000 sun-grazing comets, comets that come so close to the sun that you can't see them from the Earth because the sun basically blinds Earthbound telescopes. With SOHO's coronagraphs, we're able to track the comets all the way into their evaporation near the sun. In
late 2012, astronomers discovered a comet inbound. We didn't know if it would survive its passage with the sun or not, and we were able to get these measurements with SOHO's C3 coronagraph of the comet as it passed in towards the sun, and then a ghostly image of the comet continued past the sun, but it was already evaporating. If you're able to catch it, and if you blink, you'll miss it, you see a wave traveling outwards from the flare in the lower solar corona. What EIT was really good at, and in fact discovered, was these waves in the very lowest part of the corona that corresponded to coronal mass ejections, and we literally hadn't known about that before. In a coronagraph, you don't know if an event is headed towards you or away from you. The geometry is the same. And with the addition of an extreme ultraviolet image that shows a wave like this, then you know that the event has occurred on the earthward side of the sun, and we may very well have some space weather in store in 1 to 3 days. This clip shows comet Mach-Holtz, which SOHO observed in 2002 as it was passing near the sun. And as the clip shows, the direction of the comet's tail, which is made up of electrically charged particles, changes as it passes the sun. That's because the sun's solar wind, a continual emission of plasma from the sun, is pushing it outwards. This shows an entire solar rotation of about 28 days. In 2001, as we were ascending up to solar maximum, and you'll see several events in here. And the interesting thing about these is how they're distributed in latitude. You know, they're not all just along the horizontal axis in this series of images. And that's an indication that you are reaching solar maximum. During solar minimum, the much smaller number of events that happen all seem to come off the east or west edges of the sun. But as you get towards solar maximum, the active regions are distributed all over in latitude, and you get this much more active appearance. Das waren jetzt drei kleine Filme über die Beobachtungen von SOHO zu den Vorgängen in der Corona unserer Sonne. Und jetzt könnte man sich natürlich schon fragen, oje, wir sind diesen enormen Ausbrüchen der Sonne ausgesetzt, wieso es eigentlich Leben auf der Erde gibt. Da draußen ist ja enorm was los. Aber da sind zwei Sachen zu bedenken. Erstens, es sind extrem große Verdünnungen, also das Plasma ist hoch verdünnt. Es wird zwar hier sichtbar gemacht, aber eigentlich findet das Ganze in einem Ultrahochvakuum statt. Das ist also ganz wenig Substanz. Und der zweite Punkt ist, dass wir durch das Magnetfeld und auch vor allem durch die Atmosphäre der Erde geschützt werden. Also, und zusätzlich noch bei der UV-Strahlung der Sonne auch durch die Ozonschicht. Also wir werden enorm geschützt und deswegen funktioniert das, denn diese ganzen Emissionen der Sonne, die sind eigentlich nicht so förderlich für das Leben. Aber nächstes Mal geht es ein bisschen weiter. Heute mache ich erstmal Schluss. Ich hatte ja letztes Mal eine Doppelstunde, ich glaube 5 oder 10 Minuten überzogen, deswegen mache ich heute ein bisschen kürzer. Nächstes Mal geht es um den Zyklus der Sonne, der 11-Jahres-Zyklus. Der hat sehr viel mit den Magnetfeldern der Sonne zu tun und dieser 11-Jahres-Zyklus, der hat wahrscheinlich, also ist ein bisschen umstritten, hat Einfluss auf unser Klima. Es gibt da das Maunder-Minimum, da hat die Sonne sehr wenig Flecken und es gibt die Theorie, dass das was mit der kleinen Eiszeit zu tun hat, die zwischen 1500 und 1850 nach Christus so eine Kälte- oder eine kühle Phase zumindest in Europa mit sich gebracht hat. Was wir auf jeden Fall sehen können auf der Erde ist, dass die kosmische Strahlung, also nicht von der Sonne kommt, sondern aus dem interstellaren Bereich oder aus dem interstellaren Raum, dass die kosmische Strahlung mit dem 11-Jahres-Zyklus der Sonne variiert. Und das ist ein sehr erstaunlicher Effekt. Darum wird es also das nächste Mal gehen. Diesmal haben wir also ein paar Grundlagen gelernt über die Sonne und dass die Sonne sehr viel lebendig, kann man nicht sagen, aber sehr viel dynamischer ist, als wir vielleicht denken würden, wenn wir sie einfach nur als hellen Punkt am Tag am Himmel sehen können. Das war's für diesmal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.